Musikfreunde, willkommen zurück hier auf unserem Kanal und willkommen zurück im Trockendock. Wir haben den T5DD der britischen Flotte hier im Trockendock stehen und möchten euch, wie ihr das gewohnt seid, bei uns wieder etwas zur Geschichte erzählen, die Werte ein bisschen vergleichen und danach auf die möglichen Kapitänsgillungen, Signale und Tarnungen eingehen, welche Verbesserungen man hier einbauen kann, was euch einfach mit diesem Schiff erwartet, so ein bisschen Erfahrungsaustausch betreiben. Ja, auf Kiel gelegt wurde das Schiff hier am 13.08.1928. Der Stapellauf fand dann 1929 statt und die Indienststellung war am 11.02.1930. Das Schiff wurde dann der Mediterranean Fleet in Malta zugeteilt, wo sie ihren Dienst mehrere Jahre lang tat und da Aufgaben erfüllte. Mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde sie dann zurück nach Großbritannien beordert, um da den Ärmelkanal zu sichern. Und zwar mit Patrouillendiensten und auch Geleitzuchtdiensten, in dem sie dann halt in diesem Sektor passierende Geleitzüge beschützte. War dann ebenfalls daran beteiligt, die Norwegen quasi die Landung der Deutschen in Norwegen zu unterbinden, was leider misslang oder was halt misslang, ohne da eine Wertung reinbringen zu wollen. Und dann wurde sie am 8.6.1940 versenkt, und zwar von der Scharnhorst unter Gneisenau. Sie war da zu diesem Zeitpunkt damit beauftragt, die Glorious, einen britischen Flugzeugträger, von Norwegen nach Scapa Flow zurück zu eskortieren, wurde dabei von den beiden Schlachtschiffen überrascht und in ein zweistündiges Gefecht verwickelt. Die Acasta sank mit nach vielen Treffern der Mittelartillerie der Schlachtschiffe, konnte aber trotzdem noch sicherstellen, einen Torpedo in die Scharnhorst zu drücken. Und deswegen, jetzt kommt hier eine Anzeige, naja. Und deswegen musste die Scharnhorst und die Gneisenau dann ablassen. Und der Verband konnte sich weiter in Richtung Scapa Flow bewegen. Aber die Acasta verlor eben ihr Schiffsleben sozusagen, sank und viele Matrosen und Seemänner mit ihr. Wie wurde dieses Schiff jetzt hier in A World of Warships umgesetzt? Wir wollen so ein bisschen die Werte jetzt mal aufnehmen und hier vergleichen. Wir haben hier standardmäßig 11.200 Trefferpunkte. Das ist jetzt immer schon die B-Variante, also ich vergleiche die ganzen Schiffe auch immer mit der ausgebauten Variante. Ja, wie gesagt, 11.200 Trefferpunkte, das ist ein guter Mittelwert. Die T-22 hat ähnlich viel, die Mutsuki hat ähnlich viel. Nur die Nicholas zum Beispiel hat viel mehr, 1.900 Trefferpunkte mehr hat die Nicholas, der amerikanische Zerstörer der Tierstufe 5. Die Panzerung kann man kurz überspringen eigentlich. Wir haben hier ringsrum so 10 mm. Das war es eigentlich schon. Ja, viel mehr gibt es zur Panzerung einfach nicht zu sagen. Ihr wisst selber, die DDs sind immer schnell gefressen. So, dann kommen wir zur Artillerie. Ihr habt hier vorne und hinten jeweils zwei Türme. 120 mm. Geschossreichweite sind 11,1 Kilometer, was doch schon was Besonderes ist. Da kann nicht mal die Nicholas mithalten, die eigentlich schon ein Gandhi D ist, der Amerikaner. Das Schiff hier schießt von Hause aus nochmal 200 Meter weiter. Wir haben dann hier folgende Werte. Eine Nachladezeit von 5 Sekunden, was doch beachtlich ist für das Kaliber und auf dieser Tierstufe. Dann haben wir eine Turmdrehzeit von 18 Sekunden. 1700 Alpha Damage HE mit einer sehr guten Brandwahrscheinlichkeit von 8%. Und dies gilt eigentlich hier als Basis erstmal weiter zu skillen. Ihr könnt das mit Signalflaggen tun und ihr könnt es dann später auch mit dem Kapitän sogar noch weiter nach vorne bringen. Ja, und dann sage und schreibe bei 11% landen. Wenn ihr das mal so oft euch auf der Zunge zergehen lasst, ihr habt eine Ladezeit von 5 Sekunden, könnt immer 4 Mumpeln rausrotzen mit 11% Brandwahrscheinlichkeit. Das ist dann schon ganz ordentlich. Ich hatte sie ohne gespielt und hatte trotzdem immer wieder regelmäßig Brand auf gegnerischen Schiffen. Also von daher, das ist schon ganz ordentlich. Die Brandwahrscheinlichkeit ist auch eine der höchsten der DDs auf der Tierstufe. Die Mutsuki hält da nicht mit, die Nicholas und die T-22 haben alle weniger Brandwahrscheinlichkeit. Der Alpha Damage liegt auch ebenso im Mittelfeld, genauso wie der AP Damage. Die T-22 ist da ein Ticken besser. Gut, was kann man zu den Türmen noch sagen? Kein Turm dreht sich um 360 Grad, das heißt, ihr habt immer nur einen normalen Kampfbereich so, also ja, 270 Grad vielleicht maximal kann man es nennen. Der Winkel hier nach vorne ist eben tot, ihr habt hier keine Chance da durchzudrehen. Auch hier, wenn der Turm theoretisch wäre es ja machbar, den Turm komplett zu drehen, rein von den Räumlichkeiten her, aber auch hier ist das nicht so eingestellt, bzw. simuliert, programmiert. Kommen wir als nächstes zu den Torpedowerfern. Die Torpedowerfer sind hier in der Mitte montiert. Wir haben 2x4 Rohre,
mit einer Reichweite von 6 Kilometern, 59 Knoten schnell. Die Torpedos sind damit ziemlich langsam. Langsamer sind nur noch die Torps der Nikolas. Alle anderen Torpedos von unseren Vergleichsschiffen hier sind schneller. Die Nachladezeit ist mit 95 Sekunden jetzt auch nicht gerade die beste. Ja, eher sogar eine der langsamsten überhaupt. Ja, also von daher muss man schon sagen, das ist schon ziemlich anstrengend hier mit dem DD zu fahren. Die Japaner sind besser, natürlich. Selbst die Nikolas, die verhältnismäßig schlechte Torpedos hat, ist schneller. Die T-22, ihr wisst, die deutschen Zerstörer haben sowieso immer eine sehr hohe oder sehr schnelle Nachladezeit. Der Alpha Damage mit 11.967 Punkten steht den deutschen und den japanischen DDs natürlich zurück, aber den Nikolas, die kann man gerade noch so, der kann man gerade noch so Paroli bieten. Von daher ist schon ein bisschen schwierig, hier richtig vernünftig zu torpen. Hängt auch damit zusammen, ihr kommt nur 6 Kilometer weit und selber eure Verborgenheit kriegt da auch nicht ewig weit runter, nämlich so ziemlich genau auf 6 Kilometer. Ich weiß es jetzt gerade nicht so 100% aus dem Kopf, also 10% kriegt ihr hier noch runter, 680 Meter müsst ihr nur rechnen. Ganz knapp unter 6 Kilometer dürfte drinne sein. Das heißt, ihr habt eigentlich gar keine realistische Chance, verdeckt zu torpen, außer aus dem Nebel heraus oder wenn ihr hinter der Insel verschwindet. Das ist eigentlich so, oder ihr erwartet den Gegner, dass er auf euch zufährt und könnt dann so ein bisschen in seine Richtung torpen und er verkürzt die Strecke. Das ist so eigentlich das Realistische, sonst ist es eher ein Gun-DD und ja, so sollte man ihn dann halt auch fahren. Sonst kann man zu dem Torpedo noch sagen, er geht 1,2 Kilometer weit auf, was relativ, also im Verhältnis zu anderen DDs ein bisschen weniger weit ist als ja, als jetzt hier bei dem Schiff, da 1,2 Kilometer schon ziemlich cool. So, Flugabwehr, die überspringen war, hat auf dem, auch auf diesem DD hier nicht so viel Aussagekraft, eine Stärke von 8. Kommen gleich zur Manövrierfähigkeit. Da haben wir 35 Knoten Höchstgeschwindigkeit und da kann man ganz klar zu sagen, ja, die Höchstgeschwindigkeit ist ein großes Problem, weil ihr entgegen anderer DDs auf der Tierstufe nämlich keinen Motorbus zur Verfügung habt. Das heißt, ihr seid darauf angewiesen, hier eure Höchstgeschwindigkeit ein bisschen zu pimpen. Das könnt ihr dann mit der Signalflagge Sierra Mike tun. Dann kommt ihr hier auf ein bisschen mehr als 36, fast 37 Knoten. Aber mehr ist dann eben nicht drin. Ihr könnt nicht nochmal zusätzlich zum Verlegen des Schiffes irgendwie von einer Karten, vom einen Kartenende zum anderen Kartenende dann eben noch einen Motorbus dazuschalten. Oder wenn ihr mal schnell flüchten müsst, so eine Sache. Ja, der Wendekreisradius ist ziemlich cool mit 540 Meter. Die Agilität des Schiffes ist ausgesprochen gut, wie ich persönlich finde. Die Ruderstellzeit sehr, sehr gering, 2,9 Sekunden. Das Schiff macht echt Spaß, es ist relativ kurz gehalten. Und ja, das verleiht ihm einfach eine schöne, geile Manövrierbarkeit. Man hat das Gefühl, man kann jeder Munition ausweichen, die auf einen abgeschossen wird. Mit dem Torpedowerfer, ganz kurz muss ich darauf noch zurückkommen, was man dazu noch sagen kann. Typische britische Eigenschaft, ihr könnt die Torpedos einzeln abfeuern. Ne? Vergesst aber bitte nicht, ihr müsst jedes Rohr abgefeuert haben, damit ein Torpedowerfer nachlädt. Schießt ihr nur 3 von den 4 Torpedos ab, wird der Torpedowerfer nicht nachgeladen. Und das ist eben eine Sache, die müsst ihr hier im Kopf behalten. Zurück zur Manövrierfähigkeit. Eine Besonderheit haben die britischen DDs natürlich noch, und zwar den Antritt. Also diese Geschichte, ihr steht im Nebel und wollt dann rausfahren. Wie schnell beschleunigt dieses Schiff? Es hat hier so ein bisschen die Fähigkeit der britischen leichten Kreuzer geerbt und kann sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr schnell beschleunigen und erreicht relativ zügig ihre Höchstgeschwindigkeit von 35 Knoten hier. Dann kommen wir zur Verborgenheit. Erkennbarkeit zu Wasser 6,3 Kilometer. Wie gesagt, ihr könntet ein ganzes Stück weit runter skillen mit dem Kapitänskill, Tarnungsmeister und dann eben noch die Lackierung mit 3%. Kommt ihr an die 6 Kilometer, um die 6 Kilometer ran und das ist es dann schon gewesen. Also die T-22 kann weiter nach unten geskillt werden. Auch die Mutsuki kann weiter runter geskillt werden und die Nikolas. Also von daher ist die Sichtbarkeit des Schiffes höher als bei allen Vergleichsschiffen, die wir hier haben. Und das sorgt schon dafür, dass es jetzt nicht in der Tierstufe unbedingt der absolute Cap, das Cap-Monster ist, sage ich jetzt mal. Das wird sich im Verlauf der britischen Forschungsreihe aber verändern. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Auf der Tier 8-Stufe nachher haben wir dann sogar ein Schiff, was sehr, sehr weit nach unten geskillt werden kann von der Sichtbarkeit her. So, dann haben wir die Erkennbarkeit zu Luft 3,2 Kilometer und die Erkennbarkeit nach dem Abfeuern der Hauptgeschütze im Nebel 2,4 Kilometer. Das sind ganz annehmbare Werte, aber wie gesagt, viele Schiffe, die Mitstreiter sind in dem Bereich, sind weniger, weniger weit zu erkennen.
Kommen wir dann direkt zu den verfügbaren Verbrauchsmaterialien. Ihr habt auf der T5-Stufe natürlich noch nicht so viel Auswahl wie auf den nächsten Stufen. Ihr konntet euch sicherlich schon vertraut machen auf den vorherigen Stufen mit dem Nebelerzeuger. Der ist auch auf dieser Stufe hier vorhanden. Ihr habt also einmal, wie gesagt, das Schadensbegrenzungsteam, 60 Sekunden und 40 Sekunden Einsatzdauer, also Ladezeit. Einsatzdauer sind jeweils 5 Sekunden. Und dann haben wir hier den Nebelerzeuger 1 und 2. Wirkungsdauer jeweils 10 Sekunden, Dauer der Nebelwand, das kennt er ja schon, 40 Sekunden und die Ladezeit dann bei dem Standardverbrauchsmaterial 90 Sekunden, 1,5 Minuten und bei dem Premiumverbrauchsmaterial 70 Sekunden. Ist eine perfekte Chance, um den Nebel auch als Fluchtmöglichkeit zu nutzen. Habt ihr euch zu weit vorgewagt? Als Gun-Idee geht man ja immer so weit auf, wie weit man schießt, ne? Also seid ihr aus dem Nebel oder aus der Insel rausgefahren, weil ihr noch im Feuergefecht seid und braucht dann plötzlich einen Rückzugsort, ist der Nebel natürlich eine schnell geschaffene künstliche Insel sozusagen, die einfach mal 40 Sekunden auf dem Gefechtsfeld steht. Das kann man sehr gut und sehr, sehr häufig nutzen, weil die Nachladezeit, also die, bis das nächste Verbrauchsmaterial bereit ist, natürlich sehr, sehr kurz ist. Dann kommen wir zu den Verbesserungen. Ihr könnt 3 Slots hier belegen. Hier ist ganz klar zu wählen, Hauptbewaffnungsmodifikation 1, ihr nutzt Torpedowerfer, ihr nutzt die Türme zum Schießen, daher müssen die besonders geschützt werden. Ich würde hier ganz klar die Hauptbewaffnungsmodifikation 1 empfehlen. Dann geht's weiter, Slot 2, Schadensbegrenzungssystemmodifikation, wie gesagt, ihr fahrt ein DD, macht eher wenig Sinn, ihr müsst euren Vortrieb, eure Manövrierfähigkeit erhalten, von daher hier Antriebsmodifikation oder wie ihr möchtet, die Steuergetriebe-Modifikation 1 einbauen, das müsst ihr euch selber überlegen. Wichtig ist aber, dass ihr etwas für euren Antrieb oder eure Manövrierfähigkeit tut. Und in Slot 3 gibt es hier nur die Wahl der Zielsystem-Modifikation. Ihr verringert die Streuung der Hauptbatterie und die Drehgeschwindigkeit der Torpedowerfer wird erhöht um 20%. Das ist dann schon mal wichtig, wenn sich Ziele auf der linken und der rechten Seite befinden. Und ihr habt ja jetzt mit dem Einzelabschuss der Torpedowerfer auch eine sehr, sehr gute Variante da, Torpedos in verschiedene Richtungen auszusenden. So, wir haben Verbrauchsmaterial und Verbesserungen uns angeguckt. Kommen wir zu der äußeren Geschichte. Erstmal zur Tarnung. Da gibt es eigentlich gar nichts groß zu beachten. Ihr habt hier keine Möglichkeit, eine Premium-Tarnung aufzubringen. Und ja, ihr habt hier nur die Standardtarnung, die so im Spiel verfügbar sind. Ich mache jetzt hier eine rauf, damit wir zumindest von den Benefits profitieren hier, da das Schiff eben weniger weit zu erkennen ist, um 3% weniger und die Streuung der Gegnergranaten im Gefecht dann halt auch weiter gestreut sind, als wenn ihr diese Lackierung eben nicht drauf habt. Dann kommen wir zu den Signalen. Welche Signale machen auf dem DD hier Sinn? Ich hatte es ansatzweise schon mal erwähnt. Ihr benutzt viel die Guns, ihr habt eine hohe Brandwahrscheinlichkeit, also müssen hier India X-Ray und natürlich Victor Lima auf dieses Schiff. Ihr erhöht damit eure Brandwahrscheinlichkeit jeweils um 0,5% pro Signalflagge, seid dann also schon bei 9%. Und dann, wenn ihr mal eure Torps benutzt, wenn ihr schön viele Flaggen davon habt, Juliet Whiskey Una One ist auf jeden Fall auch eine Pflichtflagge, einfach um, Entschuldigung, die Wassereinbruchwahrscheinlichkeit deutlich zu erhöhen. In der zweiten Reihe fangen wir rechts an. Die Juliet Charlie Flagge ist Pflicht, um die Magazin-Detonationswahrscheinlichkeit auszuschließen quasi. Und dann könnt ihr hier noch November Foxtrot skillen, damit euer Schadensbegrenzungsteam, euer Nebelwerfer schneller wieder parat ist, nämlich 5% schneller. Und dann macht die Flagge Sierra Mike hier natürlich sehr viel Sinn, um da auf jeden Fall eure Geschwindigkeit weiter zu pimpen auf 36,8 Knoten. Damit seid ihr dann ein bisschen konkurrenzfähiger gegenüber euren Gegenspielern. Wenn ihr häufig brennt und euch das nervt, dann kann man hier sicherlich noch die India Yankee Flagge einsetzen, macht aber eigentlich nicht so viel Sinn, weil ihr oft auch aus dem Verborgenen operiert, hinter Inseln, aus dem Nebel heraus, dann vielleicht doch mal versucht, Torps ins Wasser zu setzen und dann vor dem Gegner eben wegzufahren, so eine Sachen. Ja, das ist, also kann man reinbauen, muss man aber nicht. Und die ökonomischen Signale sind sowieso eure Wahl, ja, da gehe ich jetzt gar nicht weiter drauf ein, weil die Kampffähigkeiten des Schiffes eigentlich nicht beeinflussen. Bei den ganz normalen Flaggen, da könnt ihr sowieso wählen, was ihr wollt. Ich habe jetzt hier die First League Flagge, die man noch aufsetzen könnte, um die Schiffswartungskosten zu reduzieren. Aber das ist ja jedem selbst überlassen. So, und dann kommen wir schon zum Kapitän, den ihr hier einsetzen könnt und wie ihr ihn skillen solltet. Ich nehme jetzt mal unseren Dreier-Kapitän, den wir hier haben, und fange an, diesen zu skillen. Natürlich, wie man die ersten 10 Punkte, die ersten 10 Skillpunkte hier vergibt, damit fangen wir eigentlich an. Meiner Meinung nach macht es am meisten Sinn, die vorrangige Ziel hier einzubauen, weil man eben wissen muss,
als DD-Fahrer, von wem und von, also von wie vielen Schiffen man anvisiert ist. Man kann ja auch entdeckt sein und man wird gar nicht anvisiert. Wenn man in dieser Situation ist, umso geiler, dann kann man auch offen fahren und weiter ballern und dann den Nebel zum Resetten benutzen, in dem Moment, wo man entdeckt wird. Also, vorrangiges Ziel, meiner Meinung nach, Pflichtskill. Ja? Danach geht es gleich weiter auf der zweiten Stufe, und zwar Pflichtskill für einen DD mit letzter Anstrengung. Meiner Meinung nach hier der Pflichtskill Nummer 2, den man gleich mit den ersten drei Punkten einbauen sollte. Mit letzter Anstrengung sorgt nämlich dafür, dass ihr, obwohl ihr eigentlich einen Motorschaden oder einen Ruderschaden habt, diese Sachen weiter mit einem Malus benutzen könnt. Die sind nicht mehr ganz so zügig, ihr fahrt nicht mehr ganz so schnell, aber ihr fahrt und ihr seid manövrierfähig. Und das ist ein entscheidender Punkt als DD. Ein DD, der steht, ist tot. In der Regel. Gut, und dann kommen wir dann zum dritten Punkt. Wenn ihr den Kapitän weiter benutzen wollt und den immer weiter in die Tierstufen hinauf skillt, dann solltet ihr auf jeden Fall den Experten der Überlebensfähigkeit mit reinsetzen. Das bringt euch 5x350 Punkte auf dieser Tierstufe an Trefferpunkten, die ihr gut und gerne gebrauchen könnt, gerade im direkten Feuerduell, zum Beispiel mit einer Nikolas, die ja 1900 Punkte mehr auf ihr haben konnte bei den Trefferpunkten hat. Dann macht es natürlich in erster Linie meiner Meinung nach Sinn, und da sollte man noch, bevor man den Experten die Überlebensfähigkeit skillt, meiner Meinung nach skillen, nämlich die Schießgrundausbildung. Ihr habt 120 mm, ihr profitiert von den 10% weniger Nachladezeit, und das sind dann keine 5 Sekunden mehr, sondern dann sind wir bei 4,5 Sekunden Nachladezeit. Das ist erstmal nur eine halbe Sekunde, kommt einem nicht so groß vor, aber ich kann euch versprechen, das merkt man schon, gerade wenn ein Feuerduell mit anderen Zerstörern eben der Fall ist, dann ist es schon so, dass das den Unterschied eben ausmachen kann. Von daher sollte dieser Skillpunkt der erste sein. Experte der Überlebensfähigkeit oder eben Sprengmeister macht sehr viel Sinn. Inspekteur macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn, weil ihr schon eine Menge Nebelvarianten habt. 6 Nebel reichen eigentlich aus, wenn ihr das Premium-Verbrauchsmaterial benutzt. Worüber man auch noch nachdenken kann, ist die Torpedobewaffnungskompetenz, um da die lange Nachladezeit des Torpedowerfers um 10% zu kürzen. Das sind dann 9,6 Sekunden weniger Nachladezeit. Dann seid ihr hier bei um die 86 Sekunden. Und das ist dann zumindest mal eine Annäherung an die Gegenspieler auf der Tierstufe. Auf der vierten Stufe ist der erste Skill, wenn ihr dann einen 10er Kapitän verfügbar habt, auf jeden Fall Tarnungsmeister. Lasst euch nicht dazu verleiten, gerade am Anfang hier einen Skill und hier gleich 2 Skillpunkte und da noch was und so weiter. Versucht durchzuskillen, und zwar auf jeder Stufe erstmal einen Skillpunkt, eine Fähigkeit auszuwählen und dann den Tarnungsmeister zu nutzen, dass ihr schnell in die Sichtbarkeit, von der Sichtbarkeit runterkommt. Das ist eine der wichtigsten Eigenschaften von Zerstörern, eine möglichst geringe Sichtbarkeit zu haben. Ihr geht relativ weit auf, standardmäßig, von daher müsst ihr zusehen, das schnellstmöglich runter zu bekommen. Ja, was lohnt sich denn hier noch auf der Viererstufe? Könnte sich Trägheitszünder für Sprenggranaten lohnen. Ihr verliert 1% an Brandwahrscheinlichkeit, aber eine höhere Penetrationschance bekommt ihr dafür. Das heißt, ihr macht mehr Aua auf gegnerischen DDs, gegnerischen Kreuzern, und das kann euch nur gut tun. Wollt ihr über eine größere Distanz schießen und dann vielleicht auf IFAE, wie sich das nennt, verzichten, dann könnte man hier die verbesserte Schießausbildung skillen, um dann die Feuerreichweite deutlich zu erhöhen. Aber vergesst eins nicht, ihr habt einen relativ hohen Bogen, die Geschossgeschwindigkeit ist relativ langsam, ihr müsst sehr, sehr weit vorhalten, um über große Distanzen Gegner zu treffen. Von daher eher nicht so ein optimaler Skill. So, und jetzt sind wir schon durch den Kapitän-Skill-Baum auch durch, und ich habe meine Empfehlung soweit ausgesprochen, zumindest auf 2 und 3. Eine Sache habe ich hier oben ja noch eben vergessen. Um die Nachladezeit weiter zu reduzieren, ja, macht Adrenalinrausch Sinn, durchaus ein bisschen Sinn, würde ich aber als auch nicht in erster Linie sofort empfehlen. Viel wichtiger ist es gerade am Anfang, ja, wenn ihr dann zum Beispiel einen 12er Kapitän verfügbar habt, den Elite-Schützen hier mit rein zu skillen. Ihr habt eine relativ langsame Turmdrehzeit, 18 Sekunden, ja, und wenn ihr den Elite-Schützen hier mit reinbaut, dreht eure Türme ungemein schneller, nämlich 2,5 Grad pro Sekunde schneller, ja, und das macht dann schon einiges aus. Und umso näher man sich am Ziel befindet, desto höher ist die Winkelgeschwindigkeit sozusagen, und von daher solltet ihr zusehen, eure Turmdrehgeschwindigkeit noch weiter runter zu kriegen.
Sonst ist hier im oberen Bereich noch präventive Maßnahmen zu empfehlen. Module, die nicht ausfallen, können Schaden machen oder sorgen für eure Manövrierfähigkeit. Oder der Beschussalarm. Der Beschussalarm hilft euch, die 6 Sekunden vor Einschlagzeit der Granaten eben einen Beschussalarm zu bekommen. Das heißt, ihr seid unter Beschuss und habt 6 Sekunden Zeit zu reagieren. Ja, das kann man auch gut und gerne nutzen. Jetzt habe ich aber nur wirklich alles, was man so sinnvollerweise bei diesem DD hier raufbasteln kann, erwähnt. Und jetzt komme ich zu meinem persönlichen Fazit. Die Acasta ist ein Basiszerstörer, sage ich jetzt einfach mal. Nicht in erster Linie ein großer Kepper, weil man aufgrund der Sichtbarkeit doch sehr, sehr früh aufgeht. Die kurzlaufenden Torpedos sind ein bisschen nervig, finde ich persönlich. Die Brandwahrscheinlichkeit macht das aber wieder wett. Wenn man eine Chance hat, mit anderen DDs zusammen zu fahren, kann man da perfekt einen Anzünder spielen. Also so ein bisschen wie eine Belfast, bloß als Zerstörer auf T5. Das ist da schon so ein bisschen so ein leichtes Feeling davon vorhanden. Sie ist sehr schön wendig, sehr schön kurz. Und der Einzelabschuss der Torpedos macht auch die lange Nachladezeit dann wieder so ein bisschen wett. Also es ist eine interessante Mischung, die Wargaming dann jetzt hier zusammengestellt hat, wobei sie halt nur richtig gut in den Guns ist mit ihrer hohen Brandwahrscheinlichkeit. Das ist eigentlich so, kann man ganz besonders herausstellen. Und die Reichweite ist natürlich auch ein relativ hoher Wert. Also mir hat das Schiffchen ein bisschen weniger Spaß gemacht als die T7, T8 Schiffe. Allerdings, ist es eben T5, also ist meine persönliche Meinung. Ich würde mich gerne freuen darüber, wenn ihr mal eure Meinung zur Acasta reinschreibt. Wer von euch hat die Acasta schon? Wie habt ihr sie geskillt? Habt ihr eine ganz andere Meinung als ich vielleicht? Lasst uns gerne darüber diskutieren, gerne unter dem Video hier bei YouTube oder auch eben bei Facebook in dem Artikel. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr da von Gebrauch macht. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Video, bis zur nächsten Schiffsvorstellung oder in dem Livestream. Ja, haut rein, bis dahin, euer Secrets Team, euer Maracha. Ciao, ciao.